After the rain.
Hallo, guten Morgen.
Lauf gehalten. Ein Thank you.
Thank you.
froh, dass ihr keine Musik gemacht habt. Weil das braucht kein Mensch, ne? Das
So email me so we can move the wire. Aber wir haben eine Zeit. Ja, ja. Wir haben eine halbe Stunde locker. Ah, gut. Ja, die Luft von runter kann man nicht sagen. Wir schieben den. Ja, da kann Luft mein Kopf. Hat die Liga
Inkleidung raus. Klicken Sie drei Knopfvorleiter. Verschiedene Fluggesellschaften werden hier repräsentiert. Verschiedene Modelle. Super Constellation. Rainer Strobel mit der Super Constellation ist wieder da.
ein Fenestron, gleich das Ganze eher einem Turbinenrad, sind also unterwegs und schieben einen Luftstrom quer. Und groß, genau. Und so ist es halt ein bisschen neu. Auch das meistert sie prima. Jawohl. Guten Abend, ein Applaus. Schön gemacht und wir alle haben was draus gelernt. Nämlich Modellfliegen ist was für alle Altersklassen. Pilotiert wird hier von den Kollegen aus dem MSV Langenau. Wiederum der Andi Herzang, den wir eben schon mit der EC 135 gesehen haben, und unser Rainer Schneider. Alles da, und schon geht's los. Also, auf. So, die beiden König bewegen sich nach hinten. So, wir gehen weiter. Schon mehrmals aus der Schweiz kommen besucht. Maschine kommt ein bisschen zurück, also wir haben immer wieder kleinere Ablösungen oder mal einen Reifenkomponente. Klasse gemacht, vielen Dank. Große Anzeigen, die aufgetaucht haben, die sich dann langsam wieder herzustellen lassen. So. Ja, nochmal speziellen Applaus. Auch ist es nicht einfach zu finden. Beide 7 Kilo, lediglich 7 Kilo. Also eine Meisterleistung des Leichtbaus und Gewichtsbereichs. Ziemlich unspektakulär und leise in die Luft gegangen. Ja. Concord.
Wir haben auch ein Dauerarrangement beim Airliner treffen. Wir freuen uns immer, wenn die beiden da mit erhobener Nase ausrollen. Ja, genau so wollen wir das sehen. Wow! Mega gute, mega tolle. Oh, danke, wunderbar, Applaus, danke schön. Kommt zur Landung rein. Da war ich ja wohl so. Ich versuche mich viel wieder zuzuordnen. Schneller, ein machbarer Einstieg auch in die Airliner-Fliegerei. So, die Citation schwebt ein. Nase hoch, jawohl, schön aufgesetzt. Passt alles, Kind, dein Applaus. Dankeschön, Umklinge. Das Modell ist im zulassungspflichtigen Bereich mit seinen 33,8 Kilo Nassgewicht. Da drüben das Höhenleitwerk mit der großen V-Form. Glücklicherweise ist es nur Materialschaden, kein Personenschaden entstanden. Aber wir haben eine weitere U-52 in einer ganz anderen, in einer superleichten Balsa-Bauweise hier am Start. Also, ja, wir haben es gesehen. Die Startstrecke ist äußerst kurz und es handelt sich nicht um ein Helium gefülltes Modell. Nein, es ist eine reine Holzkonstruktion. Also erstmal wird das Ganze pilotiert und natürlich auch gebaut von Thomas Meyer. Die Spannweite dieser schönen Lu ist 4,50 Meter und jetzt kommt's, das Abfluggewicht ist bei dieser Spannweite 3,7 Kilo nur. Wird elektrisch angetrieben, klar, Sie hören's. Und
Die einzige Einschränkung, die er hat, er kann eben nicht bei jedem Wetter fliegen. Er braucht ruhige Luft und dann sieht es aber auch wirklich toll und originalgetreu aus. Ja, traumhaftes Flugbild dieser U-52, 4,50 Meter Spannweite, 3,7 Kilo, es ist unglaublich. Der Thomas eine eigene Vorgehensweise entwickelt, die er Ihnen sicher, wenn Sie sich für Details interessieren, gerne mal erläutert. Jetzt schwebt sie zur Landung ein, ganz langsam drehen die Propeller. Also ich glaube, wenn man das mit der Videokamera aufnimmt und in Schwarz-Weiß wiedergibt, das ist richtig scale, richtig original. So, die De Havilland ist wieder da. Vielen Dank. Diese Lizenzbauten C47 für Transport von Material und Personal eingesetzt. Und eine solche schöne Lackierung hat uns der Heinz Lenkewitz. Im Zweiten Weltkrieg, die deutsche Vergeltungswaffe V1, war mit einem solchen Flugzeug geschützt. Das Arbeitsprinzip an unserem Triebwerk ist ein und dasselbe. Wir werden dann ein paar Minuten Vorbereitung brauchen. Das macht er richtig gut. Und hier lässt er gerade seinen Zirkus um die Ecken und hat das Ganze noch mit. Ein Applaus. Schön mit Pyrobegleitung auch klasse gemacht. So, im Vorbereitungsraum haben wir noch einen A340 stehen und dahinter positioniert sich bereits die Dose. Klasse Sache, bleiben Sie da oder kommen Sie wieder. Heute Abend wird noch gefeiert und morgen geben wir dann nochmal richtig Gas. Airliner und... So, jetzt ist der Luftflügel eingeschwebt und die Dornhöhe Boden.
Und extremen Zug, das heißt die Tragfläche zu Sie geneigt, mit dem Seitenruder drüben gesteuert. Einen Slip nennt man das in der Fachsprache. Jetzt wackelt er. Er wackelt für Sie. Sanft, ganz sanft hat es gemacht. Lieber Michael, herzlichen Dank. Ein herzliches Hallo, einen wunderschönen guten Morgen auf dem Gelände in der Richtung als auch von der Stärke. Er ist ein bisschen zügig. Wir bitten deshalb noch um etwas Geduld.
Betrieben wird. Denn wenn in der MP14, wie hier zum Beispiel auch wieder Wilga verbaut ist, auch mit dem Airliner, aber bei diesem starken Seitenwind ist das Risiko einfach zu groß, diese Flugzeuge in die Luft zu bringen. Flugzeuge starten in der Regel immer schön gegen den Wind und landen auch gegen den Wind. Das ist aber momentan nicht möglich, weil der Wind halt von der Seite kommt. Deswegen waren im Ersten Weltkrieg die Flugplätze. Macht man rum den Flugplatz, dann kann man immer gegen den Wind starten, das wäre doch was. Jetzt geht's los mit Dominik Escher und der Mirage. Ein Jet, Kampfjet aus französischer Produktion im Original. Markant ist dieser Delta-Flügel an diesem Flugzeug und mit Rauchanlage, wie man sieht, und los geht's. Hey, voll abgehoben. Ich habe noch einen Airliner mit dabei, und zwar eine Boeing 727. Ebenfalls ein Flugzeug, das Luftfahrtgeschichte geschrieben hat. Wir sind ja irgendwo im Abgeraum, und somit den Luftstrom am Flugzeug stört. Wir Flug einklären ins Endteil. Schön vorhalten, gegen den Wind wunderbar gemacht. Jawohl, hingehaucht hat das jetzt. Dominik Escher mit seiner Mirage. Dominik, vielen Dank. Fluten mal hier am Sprecherzelt. Alle Piloten bitte nochmal hier am Sprecherzelt in 5 Minuten, das wäre ganz toll. Also Turbinen ausgerüstet wie ein Einzelfahrer, wir haben wunderbar gegen den Wind gestartet. Fahrer geht originalgetreu zum Überflug. Die Do 228 oben, das ist sehr sehr leise, diese Do 228, man hört eigentlich gar nichts mehr. Also vom Fluglärm kann keine Rede sein. Oppingen mit ausgefahrenem Fahrer. Schön vorhalten gegen den Seitenwind, der jetzt immer schwächer wird. Man merkt, der wird immer schwächer. Damit werden die Bedingungen auch besser. Jawohl, wunderbar. Peter hat sogar mit seiner Dose zu machen.
So. Versammeln wir uns hier. Bei mir bitte alle zu mir, bitte alle Piloten zu mir, bitte kurz. Und dann. Ein Feuerwerk am Himmel für Sie, liebe Zuschauer, nur für Sie. Und natürlich auch der Widerstandsturm, absolut originalgetreu, wie der Thomas, der Eurofighter hier hinten, oben, Nase oben. Jawohl. Wunderbar gemacht. Thomas Willard. Und der Eurofighter. Ja, super, vielen Dank. Und von British Airways betrieben. Die Lufthansa hatte keine Concord im Einsatz. Komm nach der Landung. Die Turbinen laufen hoch. Unsere beiden Kapitäne, Michael Breuer und Norbert Hesse, machen sich bereit. Zwei absolute Spezialisten nach Europa. Ready for taxi, runway 28, Oppingen International. Und los geht's. Michael Breuer, Norbert Hesse, Concord. Absolut langsam flog die Nase hier oben, die Flugzeug, Rumpfspitze, gesenkt, ganz gut voran, liebe Zuschauer. So war das nicht geplant. Ja, Anton Reiber, vielen Dank. Habt ihr gut gemacht. Die Bonbons sind da gelandet, wo sie dann drücken, nicht im Grundfeld. Das ist der Spaß, ist die Niederlassung. Sind die Anna hinten vorne drin gelegen? Am Arm oder an die Leine. Bitte aufpassen, dass die Modelle nicht berührt werden. Achten Sie vielleicht mal drauf, wenn Sie Handtaschen, Brusttaschen, Ähnliches haben, wo Handys oder Gegenstände drinstecken. Man hat sich schnell mal über ein Modell gebeugt und dort Eindrücke hinterlassen durch runterfallende Gegenstände. Also hier bitte ein bisschen umsichtig vorgehen. Wenn es nicht sein muss, nicht direkt ans Modell treten und immer den Modellbauer, den Piloten einpacken. Wir nutzen diese Gelegenheit und werden hier
im Vorbereitungsraum bzw. auf der Piste den nächsten Programmpunkt, einen Showprogrammpunkt organisieren, für sie vorbereiten. Es kommt dann gehört, haben es mitbekommen, haben den Weg hierher geschafft. Nochmal der dringende Aufruf, jetzt das Fotoshooting, bitte rollt eure guten Stücke dabei, auch ein bisschen wegen der Sicherheit, nicht dass wir beschädigen, auftreten, das wollen wir nicht. So, jetzt bei mir bitte einen Helfer für den Jürgen Müsseler an seine Krawallschachtel am Feuersalamander. Einen Feuerlöscher. Dass eine Bombardier hier J200 wieder rausschiebt, das ist ganz schön viel Arbeit, so einen schweren Koffer zu bewegen. Wir haben hier so ein Flugzeug drin. Schnell zu bauen, günstig zu bauen, wo Jäger noch unten abgewickelt sind. Bei modernen Flugzeugen gibt es die sogenannten Wheelheads, da geht die Flügelspitze nach oben, da ging sie nach unten, weil der Flieger von Haus aus zu unkritisch zum Fliegen war. Der wollte nicht so richtig sich in die Kurve bewegen, deswegen wurde der Flieger mit nach unten abgewinkelten Randbögen versehen, um das Flugzeug fliegerisch kritischer zu machen. Ja, der Überflugverlader zeigt Ihnen, dass das nicht funktioniert. Da steht noch eine herrenlose Transall. Das sieht aus wie in Lenzberg. Da bin ich schon überrascht. Jetzt im Anflug zur Landung. Jawohl. Peter hat über. Tolle Modelle. Jetzt im Startlauf die Nummer 1, das wird nicht mehr ganz reichen. Das hohe Gras hatten so ein bisschen. Egal. Die Nummer 2 jetzt in der Luft. Die Nummer 1 probiert es gleich nochmal bestimmt. Und die Nummer 2
Nummer 3 im Startlauf in den Farben der Air Force. So, nochmal Überflug der beiden verbliebenen Boeing 737. Upsala. Das war nicht so gedacht. Und los geht's. Der Maßstab 1 zu 10, ich kann bei den 3,80. Sehr schön. Wir haben hier auch wirklich schön synchron diese Motoren schön angedreht ins Innenteil. Gut, Schlepper, bis zum
Aufsitzpunkt und Bootbereich aufgesetzt. Sehr, sehr schön. Eine Formel. Wirklich, super Constellation. Super Reiner. Dankeschön. Perfekte Vorführung. Vielen Dank. Rollt es aus und auf der Luft in den beiden modernen Chats, diese ein Schaufel abgesetzt wird, dass Luft in das ganze Kämpfchen herumbläst und quasi ringförmig in den Abgasstrahl einbringt. Das hat erstens Effizienzgründe und zweitens ist es eine Maßnahme im Schalthügel von dem Airliner. Wieder in die Arme geschlossen werden. Die Eltern des Fabian Schwarz, bitte mal ans Sprecherzelt kommen. Sie haben ein Kind verloren. So, sind denn die Eltern eingetroffen? Alles gut, prima. Hier vor sich hin blubbert, jetzt verfolgt von einer Kameradrohne, die der Uni hier
Boden sitzen mit der Kamera. Jetzt in der Landung der Alex Oblonski mit seiner Vega. Schönes gefährdetes Fahrer, genau wie im Original. Wunderbar. Und die Frau Wunderbar immer so böse. Das ist ein bisschen schwierig. Ich kann noch ein bisschen Modelle vor dem Fußball spielen. Hat sie auch noch mit dem Mehrmals gemacht.
Heute Morgen hat sie die alten Hasen damit aus der Reserve gelockt, denn bei guten Windverhältnissen hat sie sich nicht in den Hasen genug, um ihn vorzuführen und Hasen angestachelt. Hier in der Schildlage in Südwesten. Thank you.